Hi Leute, ich bin's wieder Glückel und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Server in diesem brandneuen Video von mir. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe einen eigenen Server erstellt, damit auch ihr mal mit mir zusammen spielen könnt, wenn ihr Lust habt, oder mit euren Freunden, denn dieser Server ist nicht irgendein Server, wo ihr euch ein langweiliges Haus baut, euch gegenseitig in den Chat zu spammen, sondern es ist ein Flansmod-Server. Ihr habt richtig gehört. Ihr braucht den Flansmod, um diesen Server joinen zu können mit dem Second World War, also Zweiten Weltkriegspaket, um diesen Server zu joinen. Und ihr könnt euch hier auf diesen Server battlen. Der Server ist noch etwas neu und läuft auch schon auf 1.5. Und die ganzen Daten zu IP und Passwörtern und allen möglichen findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich schwafel nicht mehr lang drum herum. Der Server ist noch ziemlich neu, deswegen haben wir noch nicht allzu viel gebaut, aber das wird alles nach und nach noch kommen. Vielleicht sogar mit eurer Hilfe. Und hier haben wir jetzt schon mal drei Battle Arenen, nämlich das Kolosseum, Amerika vs. Deutschland und King of the Hill. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem Kolosseum. Und hier haben wir jetzt wieder den zurück zum Spawnpunkt und sind ja erstmal in einer Art Pyramide. Dann können wir hier auswählen zwischen Bogenschütze, Hexe, Allrounder und Panzer. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Bogenschützen. So, dann ziehen wir uns mal hier gleich die Lederkleidung an, haben hier den Bogen und hier kann man dann die Regeln lesen. Und da es in dem Kolosseum 8 verschiedene Spawnpunkte geben soll, wird der Teleport jetzt etwas länger dauern, da man praktisch so abwechselnd durch verschiedene random Spawnräume durchteleportiert wird, bis man dann halt nach so einem Ausschussverfahren in einen reinkommt. Und wir haben eine ziemlich gute Position. Darum ist es bloß, dass gerade niemand on ist auf dem Server. Aber ihr seht hier, das hier ist das Kolosseum, hier mit Rennwänden für die Zuschauer. Und hier hat jeder praktisch dann einen Turm. Wie ihr seht, es sind 8 Stück. Deswegen auch 8 Spawnpunkte. Und hier kann man sich dann eben gegenseitig battlen. Und wenn man stirbt, steht man wieder am Spawnpunkt. Gut. Wo wir schon gerade so schön dabei sind, zeige ich euch auch gleich die Amerika vs. Deutschland Arena. Hier kommt man auch wieder zurück zum Spawn. Hier ist wieder alles an Regeln. So, du bist Amerikaner. Ist nämlich immer abwechselnd Deutschland, Amerikaner. So, jetzt können wir hier auswählen. Ich würde sagen, wir schnappen uns doch mal ganz einfach die Bar. Und werden hier zu den Amerikanern teleportiert. Dann können wir uns hier noch Kleidung holen. Und noch schöne Schuhchen. So. Sieht aus wie ein richtiger Amerikaner. Das können wir wunderbar rumballern, was jetzt bestimmt einen saulauten Ton von sich gegeben hat. Natürlich haben wir hier dann auf der gegenüberliegenden Seite die Deutschen, die man versucht umzubringen. Und wir haben auch noch in dieser ziemlich rustikalen Welt auch geheime Sachen versteckt, wie zum Beispiel hier diesen Knopf, der einen normalerweise einen goldenen Apfel geben sollte. Ja. Achso, momentan ist noch deaktiviert, denn das ist ein System, wo praktisch bewirkt, da hier ein Item reingeschmissen wird, dass praktisch nur alle 5 Minuten sich jemand eins holen kann. Das heißt, hier war anscheinend in den letzten 5 Minuten schon jemand. Das heißt, wir kriegen hier noch keinen goldenen Apfel. So. Ich schmeiß mir mal dahin. Was passiert, wenn wir hier die Lampe anmachen? Opfer, sagt der Chat zu einem. Okay. Ich denke, das reicht soweit zu dieser Arena. Genauigkeiten könnt ihr dann sehen, wenn ihr sie selber schon. Und jetzt zeige ich euch noch schnell die letzte Arena, über der wir gerade noch arbeiten. Nämlich die King of the Hill. Da wird man nämlich hier in diesen bunten Kreis teleportiert und hier seht ihr schon den Hill und von dem ist es das Ziel,
der King zu werden. Das heißt, man versucht hochzuklettern und wenn man dann oben ist, versucht man die anderen, die schon drum stehen, runterzuschubsen und man versucht selbst nicht hierunter zu geschubst zu werden und es ist mehr so ein Fun-Game und praktisch wer lange drum steht, der ist sozusagen dann der Gewinner. Dabei sind wir vielleicht im System, wer länger als eine Minute alleine drum steht, der wird gewinnen. Aber lasst euch mal überraschen, was da noch alles kommt. Oh, jetzt sind ja noch nicht alle Arenen. Ich würde mal sagen, ciao Leute, probiert euch mal den Server aus, denn es sind noch nicht allzu viele Leute, die den Server spielen, aber probiert wirklich aus, der Flanderman ist einfach heftig. Okay, ciao Leute.